Hallihallo und schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Und ich habe hier mal zwei dieses Prisma gebaut. Ja, was bringt uns das jetzt? Das Prisma ist sozusagen das Soul Wife von links. Darin kann man Mob einsperren. Wir haben jetzt die 1. Die 1 geht nur friedliche Mobs, wie zum Beispiel Kühe, Schafe, Hühner. Natürlich die Frage, wir brauchen irgendeinen Mob. Schwein. Schwein werden wir nehmen. Bei Schwein kriegen wir auch Fleisch. Bei Schaf kriegen wir auch. Nehmen wir Schaf. Kriegen wir Wolle. Und da wollen wir einfach nur mit Linksklick einmal anklicken. Einmal Capture Schaf Tier 1. Steht ja schön da. So eine schöne Bude hier. Gut, und wenn wir mit denen jetzt hier drauf rechtsklick machen müssten. Zack. Verwandelt er sich. Und treibt es, wir bräuchten 96 Ticks, 96 F pro Tick, um Schaft zu spawnen. Wenn wir jetzt den da. Ah, interessant. Okay. Den da rausnehmen. Wird hier aktiv für Signal, gut. Und den dann hier hinbacken. Warte, irgendwas passt ja hier nicht. Der verbindet sich auf alle Fälle. Und hier vorne sollte ja dann rauskommen. Wir müssen mal gucken, ob wir einen Tank bauen können. Nicht Trank, sondern Tank. Am besten den von Blood Magic. Kann man natürlich nicht bauen. Weil wir keine Blank Rune haben. Wir werden jetzt mal den testen, ob wir da vielleicht nichts reintun können. Blut. Vielleicht geht's ja. Das ist echt nett. Dafür brauchen wir jetzt hier RF und das den RF-Anschluss, der sich glaube unterhalb ist, mich nicht täuscht. Weil der muss ja weg, so der weg, der unten muss ich glaube RF ran. Wir haben Output und dann müsste der Strom kriegen. Genau, hat er. Die Items, ja natürlich die nächste Frage. Immer meine Chest, ich weiß gar nicht. Wer oben rauskommt? Oder wie war das? Spawning Sheep. Kost ist klar. Er hat genug. Sneak vor Insta Upgrade sind die Top. Nee, warte mal, das ist falsch. Das ist der Grinder. Und da unten die Kiste, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ehrlich gesagt. Kiste. Aber ich glaube, das ging doch so, oder? Wollte ich den wegtun hier? Weiß gar nicht mehr, wie das war. Mob Controller. Weil hier kann man Upgrades dazu klatschen. Das heißt, das muss ja hier irgendwo. Ah, jetzt macht er, okay. Das läuft. Und wie schaut es jetzt mit dem Blut aus? Wo ist der Tank? Der ist wahrscheinlich wieder oben. Ja, der Tank wird auch nicht funktionieren. Vielleicht sollte ich mir ein paar mal wirklich so einen Tank bauen. Wir brauchen dafür 5 Stück. 1, okay. 2, 3, 4, 5 Stück. Das passt. Und ein bisschen Glas sollten wir eh haben, Rest sollten wir auch haben. Nee. Large Blut, das ist ein Blutblock. Large Blutblock, Blutblock, Blutblock. Weak Blut Shard. Interessant. Das geht so natürlich nicht. Mit dem Tank wird es auch nicht. Haben wir sonst noch irgendeine Tankmöglichkeit? Gauge? Ender-Tank hätten wir noch, aber das glaube ich wird nicht funktionieren, oder? Kannst wirklich nur testen. So.
Weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Teil. Oder brauchen wir echt das Ritual? Ich hoffe es ja nicht, weil sonst mal ein kleines Problem. Weil hier rein geht's ja nicht, ne? Schauen wir mal jetzt nach halber nach. Wir haben 421. Nee, da geht's nicht rein. So, 421, was haben wir jetzt? 421. Nee, danke ist auch nicht. Stand ja in Front auf dem Map-Controller. Oder nicht top? Nee, nicht top, nicht. Front. Problematik ist halt, ob es überhaupt funktioniert. Vermutlich ja nicht. Und das ist scheiße. Aber wir haben jetzt hier wenigstens, wir kriegen ein bisschen Fleisch und Wolle. Nur es ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier Blut haben. Um das zu verbessern hier. Aber das mit dem Mob spawnen ist auch so eine Sache, ehrlich gesagt. Das ist nicht so mein Fall. So. Stirbt alle Mann. Sagen wir jetzt hier schon. Wahrscheinlich eh viel, viel zu wenig. Danach. Kann man mit denen hier drauf gehen? Okay. Aber wir kriegen trotzdem Fleisch. Aber kein. Das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich trotzdem das Dings. Das Blood Magic hier, das Ritual. Ritual auf irgendwas Maschine. Corona die den Barkeks. Okay. Ja, das heißt, wir brauchen das Ritual. Okay. Blacklist ist klar. Jupiter in Schaden mit Plus. Wir brauchen das Ritual. Natürlich, aber wenn wir das Ritual haben, können wir es so auch schon selbst machen. Da brauche ich dann nicht mehr wirklich gesagt den Mob-Controller hier, weil dann kann ich das Ritual drüben auch bauen. Das ist das, was mich ein bisschen stört. So. Okay, wir können verschiedene Wolle, das ist auch mal gut. Brr, brr. Ja, es ist halt genau das, was ich mir denke. Weil, wenn ich da das Ritual brauche, kann ich da unten auch das Ritual hin tun. Das Suffering, Well of Suffering. Dann brauche ich aber rein wirklich. Einziger Vorteil hier ist, ich brauche keine Mobspawner, sondern das ist mein Mobspawner. Wie machen wir das jetzt dann am dümmsten? 6000. Wie machen wir es am dümmsten? Alle weg. Perfekt. Warum ist da drin jetzt wieder so hell? Mensch. Yep. Nein. So. Wir brauchen ja Tier 3. Das heißt, für Tier 3 brauchen wir natürlich wieder Master Ritual Stone. Wir brauchen ja den Master Ritual Stone und diese Ritualdinger. Und für die Ritualdinger brauchen wir natürlich Tier 3. Das ist Voraussetzung. Genau. Für Tier 3 brauchen wir dann schon, wenn wir jetzt mal gucken. New Runen 20. 20 neue Runen. Für 20 Runen brauchen wir ja 40 Blank-Dings-Bombs. Das ist echt anstrengend, sowas.
Bin echt überlegen, ob man das macht. Nein, das machen wir nicht. Ich möchte das jetzt nicht im Let's Play machen. Das ist einfach für mein Dingen viel zu viel Aufwand, das Ganze zu machen. Wir sitzen da jetzt dann wahrscheinlich 5 Folgen dran oder 6 Folgen dran, diesen Scheiß zu machen. Und das gefällt mir nicht. Deswegen machen wir das auch nicht. Werde ich dann irgendwie offline machen müssen. Auch wenn ich es gerne jetzt im Let's Play machen möchte. Aber ich habe jetzt keine Lust, da 5 Folgen zu stehen und dann nur Blöcke zu machen und mich selbst zu schlitzen, also so richtig ritzen und so. Was ja auch nicht das Wahre ist. Eric Crystal. Activate more powerful rituals. Ja, interessant. Schön für dich. So, dann lassen wir das mal weg. Lytra, okay. Mit Jetpack. Dann. Ne, ja, wo denn, denn? Dann gehen wir was anderes an, und zwar die Rüstung. Jetzt mal gucken. Wir haben ja hier überall schon gecharged. Das passt, das passt. Was wir noch brauchen ist, ja. Bin kurz am Überlegen, also. Wir werden das jetzt anders machen. So oder so. Endstone. Beim Endstone kriegen wir ja, wenn wir es einen Exen-Hilo machen, Endstone Gravel. Aus Endstone Gravel kriegen wir ja Broken Draconium Ore. Das können wir wieder zu Gravel machen und das Gravel kriegen wir ein Ingot. Oder wir hammern es und kriegen mehr raus. Sand und kriegen da ein Ingot raus. Oder wir machen es weiter zu Dust und kriegen da ein Ingot raus. Das Spiel kennen wir ja mittlerweile. Jetzt bräuchten wir dann rein rechnerisch jede Menge Endstone. Ist die Frage, wie kriegen wir am besten Endstone? Lass mal Endstone hier hinnehmen und wie müssen wir das Endstone weiterverarbeiten, damit das funktioniert? Wir brauchen zuerst den Hammer. Gravel, wie kriegen wir Gravel? Wir können Gravel nur hammern. Heißt, der Gravel muss hier rein. Wie kriegen wir ein Gravel hier rein? So nicht. Das heißt, das muss erst kompresst werden. Das heißt, er muss hier rein. Rein theoretisch, ja. Nee, jetzt nochmal Endstone Bricks. Warum Endstone Bricks? Will doch keine Bricks haben. Hallo? Ich dachte, ach so, ja. Gib mir Endstone. Was, dann haben wir wieder Endstone. Aber wir verfordern. Wir müssen das Ganze zuerst. Kann man das jetzt. Nee. Also ich kann das nur normal. Endstone Gravel. Kann ich machen, indem ich Compressed Endstone habe. Und Compressed Endstone kann ich nicht herstellen, oder? Compressed Endstone ist ja. Interessant, das heißt, das geht nicht. Das heißt, ich brauche hier einen normalen Hammer drin. Nicht diesen Auto, sondern den da hinten wahrscheinlich. Nein. Wir kennen normalen Hammer. Hammer. Nein. Doch, Auto haben wir da. Und dafür brauche ich auch noch ein mehr. Das sind das Double Compress irgendwas. Thinkers Construct Modifier. Oh. Ich brauche dafür jetzt den normalen Diamanthammer. In der da. Das, das. Heißt, ich kann. Warte mal kurz gucken. Wenn ich den jetzt hammere, kriege ich Gravel raus. Wenn ich den Gravel musste ich dann in ein Sieb backen, Hammer. Dann macht er eh weiter.
Dann müsste aber die Maschinerie durchlaufen. Also den weg, dass der ja nichts mehr aufzieht. Mit dessen machen wir anders. So, lass mal den mal laufen hier. So. Nehmen wir Hammer, stellen wir mal hier hin. Hammer rein. Den rein und mal gucken, was er macht. So, jetzt mal beschleunigen. Mal gucken, was rauskommt. Es kommt Endergravel raus. Den Endergravel können wir zu Kompress machen. Und den Kompress können wir wieder hammern. Ne, 7. Der wird dann noch ein 9. Weil es normaler Dust. Also rein theoretisch gehört der jetzt hier rein. So rum rein, weil das eins. Kommt da dann Broken Ore raus. Haben wir dann höchsten Output. Lead, Zinn, Aluminium, also Dings kommt noch nicht. Das heißt, das wird ziemlich eine Rarität sein. Vermutlich. Draconium, genau. Das könnte, wenn wir 4 Stück haben, jetzt craften. 3 Stück. Ich möchte ja hier einmal testen. Ganze. 3 Stück. Okay. Weiter, weiter, weiter. Achso, den muss ich ja. 3 Stück. Noch immer nicht dazu bekommen. Lied aber. Mehr Option. Ne, jetzt haben wir schon das wieder. Tut. So. Fertig. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter. Ich schau mal, was wir machen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.